Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pikmin. Im letzten Part lief es wieder nur so, naja, ehrlich gesagt, wir haben ein Raumschiffteil nur zurückbekommen, obwohl ich mir eigentlich zwei vorgenommen hatte. Aber wir haben dafür viele neue Pikmin bekommen, also so schlecht ist es gar nicht mal. Also ich meine, man kann halt wirklich über die letzten paar Tage eigentlich nicht sagen, dass sie wirklich schlecht liefen, das würde ich nicht sagen. Aber sie liefen halt alle nur okay. Es war halt kein Tag dabei, der so richtig perfekt lief irgendwie. Und das würde ich halt mal ganz gerne erleben wollen. Aber das ist wohl nicht möglich. Naja, aber ne, ein Raumschiffteil pro Tag ist ja dennoch okay. So, und heute, da werden wir uns jetzt aber wirklich zwei holen können. Da würde ich jetzt fast wetten. So, denn ich hole mir einfach 40 blaue Pikmin mit und die können dann instant einen Teil zurückbringen. Und das wird dann mega easy werden. Und zwar nämlich, ich zeig's mal kurz, und zwar nicht dieses hier, sondern dieses hier, genau. Die Gegner sind da auch schon besiegt, deswegen, das ist dann alles easy. Warum sind eigentlich jetzt hier wieder grüne Punkte übrigens? Das habe ich auch noch nicht ganz verstanden, was das eigentlich soll. Weil das zeigt doch an, dass da ein Pikmin gerade keimt. Aber das kann ja nicht sein. Das habe ich irgendwie nicht verstanden. Naja. Und für einen anderen nehme ich mal einfach vielleicht 30-30 mit oder so. Weil, genau, mein Ziel ist es eben, das eine mitzunehmen, das eine Raumschiffteil und aber auch noch dann dieses hier. Da muss ich erstmal eine Mauer wegspringen dafür. Also ich müsste sogar eigentlich zwei wegspringen, aber ich werde nur eine von denen wegspringen, weil es ansonsten zu lange dauern würde. Und deswegen brauche ich da auf jeden Fall auch ein paar gelbe und rote halt auch 30. Also ich nehme mir die vollen 100 mit. Es hat auch Nachteile, ich weiß, aber es hat auch Vorteile. Seht ihr mal, ich kann sogar nur 28 rauslassen, weil nämlich schon zwei von Anfang an hier da waren, nämlich die beiden Keimenden da. Aber das kann doch nicht sein. Warte mal, ich werde jetzt mal dann gleich, da laufe ich ja eh vorbei, so ein bisschen. Ich laufe übrigens komplett falsch, wartet. Moment, ich will schon, ja, jetzt fressen die wieder Nektar. Ich meine, das ist ja okay, wenn sie Nektar finden, aber die haben eh fast alle Blüten. Und das verschwendet halt Zeit. Also, ist mir gar nicht so recht, wenn die da immer Nektar finden. Auch wenn sie es total mögen, ich weiß. Bin ich auch total fies, weil ich sie nicht mal ihre Lieblingsspeise fressen lasse. Die armen Pikmin. So, jetzt bin ich hier richtig, ne? Genau, ja. Doch, tatsächlich, ja. What the fuck? Warum steckt da eines im Boden? Keine Ahnung, wie das... Und der wieder. Ich lasse den mal jetzt in Ruhe. Keine Ahnung, wie das funktioniert, ehrlich gesagt, und was das soll. Liegt das an dem irgendwie? Ja, der kann mich nicht angreifen, ne? Der Typ. Kannst du mal aufhören zu nerven jetzt irgendwie? Gehst du jetzt bitte weg? Okay, ich glaube, er lässt mich in Ruhe. Gut. So, dann kurz aufteilen. So. Ich habe ja 40 blaue dabei. So. Okay, jetzt sogar 41. Genau. Und Gegner sind weg hier. Also alles gut. Und die werden jetzt dann gleich mal das hier abtransportieren. Und mit den anderen werde ich halt dann noch den Rest erkunden. Ich habe da jetzt auch ansonsten dann keine blauen mehr dabei. Das ist aber okay. Denke ich mal. Okay, gut. Ja, du auch noch. Das ist aber okay. Weil ich glaube, ich brauche sonst ja eh nirgendwo mehr blaue. Weil da, wo ich jetzt hingehen will, ist eh kein Wasser mehr. Und deswegen, wenn ich jetzt dann nur gelbe und rote dabei habe, ist es okay. So, was macht eigentlich der hier einzeln? Keine Ahnung. Aber okay. So, ihr kommt alle mit. Genau, jetzt vor allem dann gleich die gelben, weil ich mir jetzt ein paar Bomben holen will. Ja, ich mach's mal sogar einzeln schnell. Moment. So, die roten warten wieder kurz. So. Und bitte Bomben dann mitnehmen. Genau, bei diesen komischen Dosen oder so, bei den Büchsen, wo die Bomben drin sind, habt ihr mir auch den Tipp gegeben, dass ich da auch reinlaufen soll, damit ich möglichst viele Bomben mitnehmen soll. Weil da häufiger noch mehr Bomben sind, als es den Anschein hat, im ersten Moment. Genau, okay. Jetzt habe ich nämlich wirklich Tausende. Okay, da kann ich sogar doch versuchen, vielleicht sogar die andere Wand auch zu sprengen. Sogar. Sind es jetzt genügende? Ich glaube sogar schon, ja. Weil für die hellgraue brauche ich doch, glaube ich, nur drei oder sowas. Und für die dunkelgraue halt 9. Oder 8 oder sowas waren es. Aber das könnte ja dann sogar ausreichen. Ja, weil da habe ich halt noch eine Abkürzung, eine weitere. Vor allem, wenn ich das Raumschiff halt dann zurücktrage. Das wäre schon hilfreich. Und hier sind eh keine Gegner. Also ich muss mir da auch keine Sorgen machen. Stehen bleiben. Ich muss die erst alle töten. Weil wenn da jetzt... Nein, ich will keine Bombe dabei haben. Wenn da jetzt eine Bombe hochgeht, habe ich ein Riesenproblem. Okay, das reicht. So, jetzt die alle erstmal töten. Und zwar wirklich alle von denen. Also die müssen alle jetzt weg, bevor ich da eine Bombe hinschmeiße. Weil das hat zwar in der Vergangenheit immer funktioniert, aber das könnte halt auch enorm schief gehen, das Ganze. Wenn da halt eine Bombe irgendwie hochgeht, dann habe ich halt Riesenprobleme. Und das will ich nicht. So, das ist sehr, sehr nervig, auch die scheiß Viecher hier zu treffen. So. Okay, bam. Die werden... Ja, nee, ich will sogar gar nicht, dass die abtransportiert werden, ehrlich gesagt. Lass die mal hier liegen, einfach die Leichen. Das kann ich dann gleich noch mit anderen, mit dem blauen vielleicht wieder machen oder so. Aber ich meine, blaue habe ich jetzt auch genügend, also gar nicht unbedingt. Das ist schon okay. So, jetzt wieder auch die anderen... Nein. Herkommen. Ich meine, ja, wenn jetzt einer abtransportiert werden würde, wäre nicht schlimm, ne? Aber die sollen mal trotzdem alle herkommen. Ja, jetzt werden sie vielleicht eh wieder das automatisch machen dann gleich. Nee, lassen sogar. Okay, gut. So.
Dann machen wir das gleich mal. Achso, das ist shit, das habe ich gar nicht gesehen. Das ist sogar eine, die... Fuck, ey. Das ist sogar eine, wo ich ja gar keine Bomben brauche. Weil das ist jetzt eigentlich nämlich verschwendet, wenn ich da jetzt Bomben hinwerfe. Das ist verschwendet, ja. Ach, das ist gerade ein bisschen doof jetzt. Dioxinfilter. Auch im Weltall gibt es strenge Auflagen zum Umweltschutz. So, 14 Teile. Das ist ein bisschen doof. Ne, dann werde ich mal... Ich weiß es nicht, was ich jetzt dann tun soll. Und da ist ein rotes Pikmin. Einfach so, okay. So, zack. Warte mal, ich kann es ja auch auf der Karte sehen. Man kann ja die Steinmauern so ein bisschen erkennen. Ist ja noch eine weitere irgendwo, die ich sehen kann. Ich meine, ich könnte mal die eine vom Anfang wegmachen zum Beispiel. Das ist ja definitiv eine Steinmauer, wo ich Bomben brauche. Das könnte ich mal zum Beispiel machen. Und ich will ja auch eh zurückgehen und die blauen dann doch wieder mitnehmen vielleicht. Dass die Leichen auch abtransportieren können und sowas, dass ich noch mehr blaue bekomme. Das wäre vielleicht auch nicht so verkehrt. Ja. Jetzt warte mal. Das kommt auch ein bisschen drauf an, ob das Raumschiffteil jetzt alleine rumliegt oder ob da ein Gegner ist. Das sind übrigens auch noch Gegner. Nee, aber Feuer dafür. Okay, was kriegen wir hin? So, Bomben-Pikmin. So. Ist der, ernsthaft jetzt, du Vollidiot? Du bist ein Vollidiot, weißt du das eigentlich? Ja, der hat es nicht anders verdient, dann zu sterben. Wenn er direkt danach ins Feuer einfach reinläuft. So, der stirbt. Sorry, wenn du so dumm bist. Kann ich auch nichts tun. So. Okay, ich brauche sogar doch 6 Stück anscheinend. Also, ich dachte ja, 3 würden ausreichen. Oder vielleicht sind es 5 oder sowas. Keine Ahnung. Egal. So, ich werde gleich mal nachgucken, ob ich da jetzt dann gleich das einfach so bekomme oder ob da ein Gegner ist. Weil ich kann mir das vorstellen, weil das ist auch so eine einzelne Arena irgendwie. Warte mal, ich werde es mal ohne die Pikmin erstmal hingehen. Warte mal. Ja, hier ist nämlich auch kein Raumschiffteil. Ach du Oh mein Gott, hab ich mich gerade erschrocken. Was ist das denn für ein Ding? Nee. Nee. Nee, nee, nee. Da habe ich jetzt erstmal keinen Bock. Nee, nee, nee. So gar nicht. Der kommt nicht her, ne? Der kommt nicht her, nein. Ja, ich kann es ja noch versuchen, das an diesem Tag zu machen. Erstmal, die Roten machen jetzt erstmal das auf, würde ich sagen. Hier ist ja auch Feuer, deswegen habe ich da kein Problem. So. Ich habe mich da jetzt gerade echt, ich habe mich voll erschrocken. So ein Spinnenviech oder sowas, da habe ich ja Bock drauf, das zu bekämpfen. Warte mal kurz. Aber nur sein Kopf da ist verwundbar wahrscheinlich. Okay, da brauche ich wahrscheinlich gelbe, weil die andersfarbigen da nicht hoch genug kommen. Blaue brauche ich da gar nicht, weil der nicht im Wasser ist. Rote vielleicht noch am ehesten auch, oder nicht am ehesten, gelbe halt am ehesten, aber auch rote, um dem viel Schaden machen zu können. Wenn dann sein Kopf vielleicht absinkt oder sowas, so könnte der vielleicht funktionieren. Boy. Okay, dann will ich jetzt noch kurz diese andere Steinmauer da einreißen. Warte mal. Kann man das erkennen, welche noch da sind? Das kann man so ganz schwach, glaube ich, erkennen. Irgendwie. Warte mal kurz. Weil ich habe jetzt immer noch sehr viele Bomben dabei. Jetzt essen die wieder Nektar. Ja, dann mach das halt mal. Muss ich halt dann noch einsammeln. Hier zum Beispiel. Das will ich mal kurz noch machen. So. Dass wir hier für die Zukunft... Ich meine, das bringt mir jetzt nicht mehr so viel mittlerweile. Ich hätte es am Anfang schon machen sollen, ich weiß. Aber habe ich halt nicht hinbekommen. Da war ich zu blöd. Wenn ich 2 hinwerfe, genau, wenn ich 2 hinwerfe, dann zählt es auch gleich als 2. Nein, komm wieder her. Jetzt ist der da hängen geblieben. Mann, ey. Da hat er auch nichts anderes als den Tod verdient. Sorry. Bin ich ein bisschen hart, ich weiß, aber wenn die meine Pikmin so blöd sind, dann ist es eben so. Das heißt, habe ich eine Abkürzung, gut. Okay. Genau, ist eine ganz gute Abkürzung. So, jetzt nehme ich mal dann wieder die blauen auf jeden Fall mit. Und die paar roten da auch. So, kommen mal alle mit. Und... Ja, und ich meine, ich muss halt jetzt überlegen, was ich jetzt noch machen will. Das ist jetzt ein bisschen die Frage. Aber ist eigentlich da noch eine Mauer, die ich noch aufmachen kann? Warte mal. Das will ich mal kurz nachgucken. Moment. Das kann ich... Boah, das läuft immer noch rum, das Viech. Das kann ich ja hier direkt sehen. Hier direkt vor mir jetzt. Hier ist noch so eine dunkle, nämlich. Ja, da habe ich jetzt aber nicht mehr genügend Bomben dafür, leider. Und das kriege ich auch erstmal nicht mehr hin, glaube ich. Okay. Ja, aber ich kann auch versuchen, den zu bekämpfen. Das kann ich schon noch machen, schnell. Okay, dann machen wir es so. Warte mal, blaue brauche ich jetzt eigentlich gar nicht mehr so ungefähr. Also ich will noch ein paar weitere blaue bekommen, indem ich die Leichen da abtransportiere. Aber ich meine, das können sogar gelbe auch machen. Weil ich will jetzt hauptsächlich mit gelben gegen das Spinnenviech kämpfen. Und ich werde viele gelbe verlieren, dann wahrscheinlich. Deswegen, nee, dann werde ich sogar, glaube ich, alle blauen zurückschicken, weil ich brauche jetzt gar keine blauen mehr, so ungefähr. Aber ich kann doch übrigens die einreißen, stimmt. Aber ich habe nicht mehr... Ja, ich werf mal noch meine restlichen Bomben weg, weil nicht, dass jetzt dann gleich noch irgendwas hier schief geht.
Alter, warum bleibt eigentlich immer ein so dummes Pikmin hängen? Kann mir das einer von euch erklären? Und nein, ich will doch keinen normalen werfen. Nein, jetzt... ich bring ständig meine eigenen Pikmin um. Das tut mir leid. Ach man, ey, wunderschön. So, dann kommt halt immer noch mehr Gelbe jetzt auf jeden Fall raus. Mann, ey. Ja. Ich meine, vielleicht ist es auch schlecht, was ich hier tue, aber es wirkt so, als würde ich gegen das Vieh viele Gelbe brauchen. Okay. So, und das kann ich ja jetzt noch versuchen. Genau, und weil ich Gelbe verlieren werde, werde ich gleich mal ein paar Gelbe oder ein paar neue Gelbe erschaffen. Ja, auf dem Weg. Okay. Und hier zum Beispiel auch. Das wollte ich mit dem Blauen eigentlich machen lassen, aber Blaue habe ich halt erstmal eigentlich genug, deswegen machen das jetzt die Gelben. So. Auch noch hier. Und hier auch noch. Den blauen Punkt nimmt sie sogar auch mal ein Gelbes mit, das passt schon. So. Okay, dann kriege ich da wieder ein paar neue. Gut. Ich schicke euch nochmal alle hier hin. Weil wenn ich jetzt von der anderen Seite das auch noch mache, dann dürfte es recht schnell aufgehen. Hoffe ich jetzt zumindest mal. Genau. Und ich kann ja sogar vielleicht schon mal jetzt... weil ich habe jetzt doch noch genügend Zeit sogar für heute eigentlich. Weil das dürfen wir jetzt noch schaffen, den Kampf. Hoffe ich mal. Ich kann jetzt schon mal als Onima einzeln da reingehen und mir schon mal das Attackenmuster angucken von dem Viech. Das ist, glaube ich, ganz cool sogar. Ich meine, ich muss dann auf meine eigenen Leben aufpassen. Aber das wird schon. So. Also der stapft hier so entlang. Ja, also das muss ich bestimmt treffen, diesen Punkt da in der Mitte. Kommt jetzt auch ein Angriff? Ne, da kann... Also es wirkt so, als könnte er bisher nur rumlaufen. Okay, das ist ja in Ordnung. Ja. Na gut. So, viele Gelbe, auch einige Rote. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Mischung. Soll ich nicht ins Feuer reinlaufen? Okay, 80 Stück habe ich insgesamt. Das wird schon. Wünsch mir Glück, Leute. Soll nicht hängen bleiben übrigens, bitte schon alle herkommen und kämpfen. Okay. So, ich werfe diesmal in die Mitte einfach, das wird gut gehen bestimmt. Oh Gott. Ja, und schon sind welche gestorben. Ich muss halt bei, wenn er halt aufstapft, das ist halt super gefährlich. Wenn ich vor allem in seiner Nähe stehe. Ich kann auch seine Leben nicht wirklich gut sehen. Ja, so ein bisschen. Oh shit. Nein! Boah, jetzt hat er mit einem einzigen Mal laufen, hat er voll viele auf einmal besiegt. Warte mal, kann ich es doch schaffen, seine Beine auch anzugreifen? Das eine Bein sieht ein bisschen anders aus. Oder nee, sehen alle unterschiedlich aus. Ich muss noch ein bisschen mehr rumexperimentieren, leider. An den Beinen kann er es einfach abschütteln. Ich glaube, die Beine anzugreifen bringt nichts. Nee. Ja, scheiße, hä. Oh weia. Oh weia, Leute. Ich meine, ich muss mich halt in die Nähe hinstellen, um ihn angreifen zu können. Aber dann kann er halt einfach einmal aufstapfen und dann meine Pikmin töten. Okay, jetzt kann ich aber... Das ist jetzt sehr aggressiv und wahnsinnig, was ich hier tue. Aber ich konnte ihm schon einiges an Schaden machen. Und ich habe schon auch einige verloren, ich weiß. Aber das wird sich nicht verhindern lassen, hier welche zu verlieren. Ich werde ja auch wieder viele dann bekommen, wenn ich ihn besiegt habe. Weil ich halt dann seine Leiche abtransportieren kann oder weil er halt tausende Punkte dann da lässt. Okay, einfach schön offensiv. Also offensiv spielen ist sogar hier ganz gut eigentlich. Oftmals ist es defensiv besser, aber hier ist offensiv besser. Und schon tot. Okay, ja, ging sogar doch eigentlich. Also ich habe schon einige verloren, so ist nicht. Aber yeah! Aber war eigentlich okay. Ey, so wenige Punkte kriege ich nur? What? Ernsthaft, was bist denn du für ein Arsch? Da habe ich jetzt schon mehr erwartet, muss ich sagen. Da habe ich deutlich mehr erwartet. Als einfach 5 einzelne Punkte hier. Aber okay, das machen auch mal noch Gelbe. So. Okay. Und dann natürlich das hier, logischerweise machen alle einfach. Der Wächtersatellit. Die unendlichen Weiten des Weltalls bergen so manche Gefahren. Dieser automatisierte Satellit schützt mich und mein Schiff. Nun kann ich nachts beruhigt schlafen, da ich weiß, dass mein kleiner Wächter wieder seinen Dienst versieht. Okay. So. Warte mal, das machen sogar mal weniger. Ich meine, wenn ich jetzt sehr schnell bin, vielleicht kann ich sogar heute noch schaffen, das doch abzuschließen. Aber ich meine, das ist ein sehr weiter Weg, den ich dann laufen müsste. Da, es kommt auch darauf an, wie viele Pikmin ich da brauche. 35 habe ich gerade bei mir. Ja, wenn ich noch auf 40 komme, wäre es cool. Warte mal, ich werde mal jetzt mal abzählen. Warte mal. Ja, aber ich bräuchte noch einen mehr. Aber, na scheiße. Das habe ich nicht beachtet. Das ist ja wieder lustig. Warte mal. Ja, da sind jetzt wieder welche gestorben, ich weiß. Sorry. Lauft schneller drüber, bitte. Dass die da alle hängen bleiben. Ja, okay, ich soll jetzt nur rote machen lassen. Ich habe schon verstanden. Okay. So, das schaffen wir heute nicht mehr. Ne, sehe ich jetzt schon. Ja, ich brauche noch einen weiteren Tag dafür dann. So, rote bitte. Mann, 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 ey. Ja, das ganze Feuer hier ist echt auch ultra nervig einfach nur. So, aber ich kann auf jeden Fall mit den anderen Pikmin schon mal da kurz erkunden, was man da so finden kann.
Das ist auch nicht so verkehrt. Und dann kann ich beim nächsten Mal mir das noch in Ruhe und ganz chillig holen. Bitte jetzt schnell sein. Geh aus, geh aus. Okay. Das war knapp. Warte kurz, ich will das noch überprüfen, dass das alles klappt. Da ist noch einer hängen geblieben. Okay, passt, gut. So, ich werde es noch kurz erkunden hier, den Ort, ja. Und ich meine, beim nächsten Mal kann ich mir dann eben ganz in Ruhe das Raumschiffteil holen und auch noch gucken, dass ich dann noch einfach mehr Pikmin bekomme beim nächsten Mal. Also das ist schon okay, würde ich sagen. So, was haben wir jetzt hier noch? Hier wird gleich, auch gleich irgendwas passieren. Nee, sogar nicht. Dieser kommt... Ah, hier ist Nektar, okay. Ja, ich brauche sogar einiges an Nektar für die Gelben vor allem. So. Viele Gelbe bitte, genau. Gut. Hier bei diesem kompletten Areal, wo ich gerade bin, also das hier, das ist ja auch komplett eingezäunt quasi, da ist gar nichts. Wirklich? Das ist schon seltsam irgendwie. Okay. Ja, und ist es einfach dieser Pilz da, oder wie? Oder ist es ein... Ah, ne, ist ein Gegner. Und der hat das Raumschiffteil wieder. Achso, ja, den mache ich aber jetzt nicht noch, den Kampf. Weil ich meine, den könnte ich ja jetzt sogar auch noch machen. Und dann beim nächsten Mal das Raumschiffteil erst abtransportieren. Aber das mache ich dann nur beim nächsten Mal, dass ich diesen Kampf auch mache. Aber ich kann mir schon wieder ganz kurz angucken, was er so... Das ist eigentlich ganz cool, dass Ultima alleine hinlaufen kann. Und dass ich mir angucken kann, was er so kann. Weil dadurch habe ich halt bei dem Spinnenviech auch gewusst, dass man gelbe Pikmin braucht. Und das war auch sinnvoll, würde ich sagen. Aber der läuft einfach nur weg. Du bist ja witzig. Ja, genau, ich kann ja mit Ultima auch zuschlagen übrigens. Das habe ich irgendwie ganz vergessen immer. Bam. Genau, Ultima, du schaffst es alleine. Okay, wenn ich ihn angreife, dann macht er so einen Sporenangriff. Und dann muss ich weg. Okay, ja gut, aber das kriegt man hin. Das kriegt man hin. Okay, gut. Merke ich mir. Und werden wir beim nächsten, am nächsten Tag machen. So, jetzt werde ich halt noch die restliche Zeit nutzen. Ich habe ja eh schon gar nicht mehr so viel Zeit. Um zu gucken, dass meine Pikmin halt alle überleben. Irgendwie. Weil es stehen auch wieder noch ein paar leider hier blöd einzeln rum. Aber die können sich noch kurz ein bisschen Nektar schnappen. Vor allem die ganzen Blätter hier. So. Das waren nicht so viele. Es hätten mehr sein können. Aber egal, passt schon. Ich meine, Nektar gibt es ja eh voll viel in dem Level. Ja, das schaffe ich, glaube ich, nicht mehr, den abzutransportieren. Weil ich muss jetzt eh gucken, dass jetzt... Da ist nämlich noch so ein Einzelner. Den ich wahrscheinlich eh nicht mehr schaffen werde sogar. Na, ich muss mal gucken. Aber heute lief es eigentlich ganz okay, finde ich sogar. Weil wir haben zwar auch wieder einige verloren. Also insgesamt habe ich mehr verloren als bekommen. Das schon. Aber wir haben halt dafür einen ziemlich krassen Boss besiegt. Und ich meine, vielleicht war der doch gar nicht so stark. Der hat ja auch nicht so viele Punkte gegeben, muss man zugeben. Aber den habe ich eigentlich doch ganz gut gemacht. Also ich habe da ein paar verloren, aber es ging schon. Wächtersatellit, der hat mich schon sehr oft vor Weltraumpiraten gewarnt. Okay, so und die Hälfte haben wir übrigens. Cool. So. Okay, jetzt sehe ich gerade 14 weitere, dann kann man die Leistung erhöhen. Okay, erst dann kommen wir zum Finale oder so, wenn wir halt alle anderen Teile finden. Und dann das letzte gibt es noch beim Finale eben, denke ich mal. Okay, nein. Hier bleiben. So, jetzt darf keiner halt mehr hängen bleiben von euch, ne? Das ist euch bewusst. So, bitte alle nach oben kommen. Weg von mir. Und ja, du musst aber noch herkommen. Ja. Ah ne, der andere ist sogar auch hergelaufen. Hier war doch... Achso, okay, das war einfach der, der es abtransportiert hat. Deswegen, okay. Dann ist alles gut. Ich kann noch ein paar Blüten rausholen vielleicht ganz schnell. Weil die werden ja dann gleich zu Blättern am nächsten Tag. Aber ist gleich vorbei. Okay, na gut. Also, es hätte auch wieder besser laufen können heute. aber es war trotzdem, finde ich, besser als die letzten beiden Tage. Würde ich sagen. Wenn auch nicht ideal, aber okay. So, und dann noch einen weiteren Part brauchen wir hier im Zentrum des Waldes, aber das wird auch wirklich der letzte sein. Und das können wir dann wirklich schön chillig angehen mit diesem, also ich muss halt noch diesen einen Kampf da gegen das Viech da bestehen. Da werde ich sogar vielleicht nur rote mitnehmen, sogar. Weil da war ja kein Wasser in der Nähe und der war auch nicht wirklich groß. Also da sind, glaube ich, nur rote irgendwie am sinnvollsten. Da war ja auch Feuer in der Nähe, dann können die das auch gefahrenlos abtransportieren. Oder vielleicht nehme ich ein paar andere mit, dass die anderen dann halt wieder neue Pikmin erschaffen können oder sowas. Mal gucken. Aber das dürfte beim nächsten Mal dann chillig werden, denke ich mal. So, 10 Tage seit Absturz. Oh, grausames Schicksal. Eine Steinbombe ist explodiert und hat meine Pikmin unter Steinen begraben. Dieses Bild hat sich in meinem Gedächtnis eingebrannt. Ich muss die Umgangsweise mit Pikmin, die Steinbomben tragen, unbedingt überdenken. So etwas darf nicht nochmal passieren. Ja, aber es sind nicht so viele gestorben, ne? Also, immer nur ein einzelnes durch eine Bombe oder so. Nicht viele auf einmal. Also, das geht schon. Wenn ich A drücke, um Pikmin mit Steinbomben zu werfen, bringen sie ihre Bombe an Hindernisse oder Wänden an. Wenn ich sie in die Zwiebel lade, lassen sie ihre Steinbomben liegen.
Wenn ich die Bombenträger von den anderen Pikmin trennen will, löse ich alle Pikmin mit C auf oder halte A gedrückt und schnapp mir einen davon. Durch längeres Drücken von A kann ich dann Gruppierungen vornehmen. Ja, weiß ich schon. Weiß ich schon. So. Ah ne, und es ging sogar. Wir haben nur 22 im Kampf verloren, echt? Ich dachte, es wäre ein bisschen mehr gewesen. Und wir haben sogar mehr bekommen, als wir verloren haben. Und wieder zwei Raumschiffteile. Also eigentlich heute auch wieder erfolgreich, würde ich sagen. Okay, ich habe halt immer noch voll viele rote und ein bisschen zu wenige von den anderen. Da würde ich immer noch gerne ein paar mehr haben wollen. Aber ist schon okay. Gut. Aber das war's dann hier. Und, oder ich meine, das war's hier für diesen Part von Let's Play Pikmin. Beim nächsten Mal eben noch ein weiteres Mal im Zentrum des Waldes, dann zum letzten Mal, mit dem letzten Raumschiffteil. Und ich werde gucken, dass, weil wir nicht arg viel anderes mehr zu tun haben, dass ich da noch schön viele weitere neue Pikmin bekommen kann. Vor allem gelbe und blaue, rote nicht unbedingt, aber gelbe und blaue. Und das wird dann hoffentlich alles gut aufgehen und cool werden. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.